Wir fassen das ganze Thema noch mal ganz schnell zusammen und kommen dann gleich auf die grundsätzliche Formel, die ja gar nicht so schlimm ist. Ich habe hier gesagt, ich habe hier eine bestimmte Menge an Leuten und 3 von 100 sind böse und so weiter. Ne? Das rechnet man ja so, dass man sagt, 300 Schüler mal 3 durch 100 ist gleich 9 Schüler. Das hier, das ist so ein gewisser Satz. Man sagt auch Prozentsatz dazu. Und das hier, das ist es dann wert, was ich ausgerechnet habe. Das Gleiche geht mit anderen Zahlen, das Gleiche geht mit Verlusten, Möhrenverlust, das Gleiche geht mit Zinsen. Das kommt immer auf dasselbe raus. Und wir haben uns mal schnell folgende Formeln geschrieben und die schreiben wir mal ab. Und ich erläutere sie ganz kurz und schreibe ran, wie man sich es noch als Eselsbrücke merken kann. Der Grundwert, das ist die grundsätzliche Menge, um die es geht. Also die Menge, die ich grundsätzlich betrachte, multipliziert mit dem Prozentsatz, das ist die Zahl, die eigentliche Zahl, die vor dem Wort Prozent steht. Prozentsatz ist die Zahl vor dem Zeichen. Und zwar das Zeichen heißt Prozent. Und wenn ich das miteinander multipliziere und durch 100 dividiere, dann erhalte ich, das ist es wert, das ist die Rechnung wert. Deswegen Prozentwert. Was ich also mit dem Prozentsatz multipliziere, den Grundwert und durch 100 teile, das ist es wert. Das ist der Prozentwert. Wir werden uns nicht an der Formel total festklammern, sondern wir werden die Formel immer wieder intern anwenden und ich zeige euch noch eine Variante, wie das wahrscheinlich noch leichter geht. Das kann man sogar mit Zuordnung lösen. Selbst das geht. Also Prozentrechnung wird ganz einfach. Wer Lust hat, guckt schon mal in dem anderen Video, wo ich Prozentrechnung schon mal vor einem Jahr erklärt habe. So, aber wie gesagt, dazu noch schnell ein Beispiel, damit wir sehen, wie das funktioniert. Grundwert. Nehmen wir noch mal schnell ein anderes Beispiel. Ich sage zu meiner Frau, wir haben 450 Schüler bei uns und ich habe festgestellt, 10% trinken Kakao. Die anderen trinken irgendwas anderes. Und jetzt kriege ich raus, wenn ich das so hinschreibe, was ist es denn wert, was ich eben gerade erzählt habe. Ja, und das kann man ganz einfach machen. Ich kürze mal schnell hier durch 10, streiche die Nullen weg. 450, ich kann das alles auf einen gemeinsamen Bruchstrich schreiben, weil ich ja multipliziere. Da kann ich diese Null wegstreichen. Mit anderen Worten, 45 Schüler mal 1 durch 1 bleibt. 45 Schüler trinken Kakao. Das ist ganz einfach, ne? Und hier sehen wir nochmal die Formel. Der Grundwert, das waren das. Ruhe, Moment. Grundwert war das. Prozentsatz war das. Und das ist es wert. Das ist der Prozentwert. Ich schließe das Video an der Stelle. Moment, es gibt doch noch eine Frage. Los. Gut, also nochmal die Rechnung. Das war praktisch ein schönes Beispiel. Grundwert, Prozentsatz, Prozentwert. Das ist es wert, was ich erzählt habe, was ich berechne. Und wir schließen dieses Video mit einem freundlichen, wie gefällt uns Mathe heute? Yes. Jawohl.